Heute erleben wir bei der WM 2018 in Russland ein echtes Highlight. Gleich können wir hier loslegen mit der Begegnung Russland gegen Saudi-Arabien. Und wir sind natürlich live dabei hier im Luzhniki-Stadion. Nun kann diese Partie also losgehen hier bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Jetzt rollt der Ball. Frank Buschmann und Wolf-Christoph Fuß sagen ganz herzlich willkommen zu diesem Spiel. Ich freue mich wie Bolle hier zu sein. Und heute erwartet uns die Partie Russland gegen Saudi-Arabien. Ein sehr traditionsreiches Haus, dieses Luzhniki-Stadion. Ja, 1956 schon erbaut, hat seither einiges erlebt, von Fußball-Endspielen über Olympia bis hin zu Rockkonzerten. So geht Russland heute dieses Spiel an. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten hier heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. Wenn wir uns die Taktik ansehen, Buschi, dann wird das hier vermutlich eher kein Offensivfestival. Nee. Das ist ja eine sehr defensive Ausrichtung. Die wollen sich da wieder hinten einigeln. Das können sie gut. Aber spektakulär ist anders. Und jetzt gehen wir rein ins Spiel. Was wurde nicht alles über diese Partie gesagt? Das ist jetzt wurscht. Jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Platz. Plushakov. Im ersten Vorrundenspiel will natürlich jeder zeigen, wo es hingehen soll bei der WM. Das berühmte Zeichen setzen. Denken wir mal zurück an die WM 1990, das erste Spiel der deutschen Mannschaft. 4:1 gegen Jugoslawien. Überragende Leistung. Und das hat dann diesen Extraschwung gegeben fürs Turnier. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sie versuchen es. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Da kommt er raus und hält den Ball. Smolov. Das könnte eine Gelegenheit werden. Immer noch gefährlich. Taisir Al-Yassin. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Das könnte die Chance werden. Könnte jetzt was werden. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Alexej Mirantschuk. Der Ball ist weg.
gibt's jetzt einen Gegenangriff. Gut verteidigt hier. Salami. Jetzt schießt er. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Rausch. Super dazwischen gegangen. Russland macht Druck. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Den Ball holt er sich. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Er schießt! Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Na, da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht. Und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Jakov. Ballverlust. Da verlieren sie den Ball. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Samedov. Smolov. Taisir Al-Yassim. Shahrani. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Farai. Jetzt könnte der Pass kommen. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jeyal Sherry. Salami. Und er schießt. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Weg ist der Ball. Ist nicht sein Spiel bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Das sind ungewohnte Schwächen, die er hier zeigt. Und so kann er seiner Mannschaft natürlich nicht helfen. Fängt diesen Ball ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Samedov. Nawaf Alabetz. Farai. Salami. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Er versucht. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Und Ecke. Ecke kommt. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Per Kopf verlängert. Und jetzt die Chance. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Samedov. Das war einfach. Und er hat den Ball. Das könnte gefährlich werden. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Gute Chance jetzt. Sie bekommen die Ecke.
Jetzt der Eckball. Sagoyev. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Djal Sherry. Noch alles offen hier in diesem ersten WM-Gruppenspiel. Unentschieden zur Pause. Ein sehr spannendes, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Bin gespannt, was noch geht. Relativ unauffälliges Spiel bislang von ihm, oder Buschi? Von ihm muss natürlich mehr kommen in Durchgang 2. Eine gute Leistung ist so wichtig für die Mannschaft. Weiter geht's also hier in diesem Gruppenspiel bei der WM 2018 in Russland. Erster Spieltag, schönes Spiel bislang. Kann so weitergehen, ne? Absolut, und ich bin sicher, das geht jetzt auch in Durchgang 2 so weiter. Das ist ein Spiel, das wird niemanden mehr enttäuschen. Sagoyev. Da kommt der Pass auf außen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Djal Sherry. Alexander Golovin. Das könnte die Chance werden. Und er schießt. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Da macht er das Tor mit richtig viel Gefühl im Fuß. Er streichelt das Ding. Ein super Treffer. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Pfarrei. Rausch. Einwurf. Schachrani. Da geht er dazwischen. Kluschakow. Jetzt wird's gefährlich. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Taisir Al-Yassin. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Angriff der russischen Mannschaft. Fairer Einsatz hier. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Jetzt kommt die Ecke. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Einwurf Russland. Und schon ist der Ball weg. Heißt hier Al-Yassin. Den spielt er wieder zurück. Kluschakow. Alexander Golovin. Gute Aktion. Russland macht Druck. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Er pfeift sie zurück. Es gibt Abseits. Die Führung soll jetzt verteidigt werden, folgerichtig jetzt der Wechsel.
Fahad Al-Mubalat. Jetzt ist er durch. Den holt er sich mit einem guten Tackling. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Alexander Golovin. Da holt er den Ball zurück. Samedov. Jetzt müssen sie aufpassen. Gutes Tackling. Fahad Al-Mubalat. Ball kommt rein. Da passt er auf und hat den Ball. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Das könnte gefährlich werden. Hereingabe jetzt. Flagge kommt so hoch, dass Freistoß Russland. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Alexander Golovin. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt könnte es gefährlich werden. Abgefangen, gut gemacht. Jeyal Sherry. Zagoyev. Dimitri Kombarov. Schöne Aktion. Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Wird's jetzt gefährlich? Defensiv machen sie es gut. Farai. Super Timing, den Ball holt er sich. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Angriff der russischen Mannschaft. Smolov. Tja, wenn es drauf ankommt, scheinen ihm die Nerven zu versagen. Und irgendwie kann ich das auch verstehen. Das hier ist kein normales Spiel, keine normale Situation. Und der Ball wird weitergeleitet. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da ist die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist beendet. Es muss ja nicht immer Spektakel sein. Sie gewinnen durch eine starke, konzentrierte Abwehrleistung. Da war heute quasi kein Durchkommen. Sie waren hinten sehr, sehr gut organisiert. Das war gut, was er heute angeboten hat. Wichtiges Tor heute von ihm, das Entscheidende sogar. Guter Auftritt. I wish to stay.